würde sagen, ich bin ein ganz normaler Mensch wie jeder andere, kann auf der einen Seite geschäftlich Konsequenz durchziehen, gewisse Dinge, auch wenn sie gut oder schlecht laufen. Aber als Mensch würde ich mich als ganz normalen Gefühlsmenschen sehen. Wir haben in den letzten 18 Monaten vieles gemacht, was manchmal in Vergessenheit gerät. Ich habe damit gelernt, dass man im Grunde alles erreichen kann, für das man sich absolut vorbereitet und wofür man auch die Gabe hat. Hallo und herzlich willkommen aus Kaiserslautern. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Rolf hier. Mit der heutigen Folge kommt's Licht ins Dunkel. Pardon, werden die Vorteile älterer Beschäftigter in Unternehmen und Verwaltung beleuchtet. Und zugegeben, Niki Lauda, Angela Merkel und Reinhold Messner sind keine älteren Arbeitnehmer. Aber in ihnen kann man so schön die hohe Leistungsbereitschaft jenseits der 50 zeigen. Doch wann gehört überhaupt ein Mensch zur Generation Silberhaar? Wo liegt die Altersgrenze? Ist 50 nicht willkürlich mittlerweile? Und wenn ja, muss ich mit 50 als älterer Mitarbeiter dann mich so bezeichnen lassen, noch 17 Jahre arbeiten, bis ich 67 bin? Schauen wir uns doch mal den Erfahrungsschatz und die Vorteile älterer Arbeitnehmer hier mal an. Wie ein edler Wein sprechen wir über die Vorteile des Älterwerdens bzw. der älteren Beschäftigten im Unternehmen und in Verwaltung. Der erste Punkt ist nicht überraschend, natürlich nimmt im Laufe des Berufslebens die Expertise, die Erfahrung, das Wissen zu. Man spricht in dem Fall auch von kristallinen Funktionen. Der zweite Punkt ist eine geringere Fluktuationsrate. In der Regel geht man davon aus, dass über 50-Jährige stabiler im Berufsleben stehen und damit weniger wechseln. Für Unternehmen und Verwaltung hat es den großen Vorteil, die Kosten der Personalbeschaffung sinken. Der dritte Punkt, planerische und integrative Fähigkeiten, hängt sehr stark auch wieder mit unserem Erfahrungsschatz zusammen, der im Laufe der Jahrzehnte zusammenkommt. Der vierte Punkt ist die hervorragende Eignung als Mentor bzw. Mentorin. Die älteren Beschäftigten, die Generation 50 plus, eignet sich in dem Zusammenhang hervorragend, gerade auch im Kontext altersgemischter Teams, in dem sie Jüngere der Generation Z mit älteren Mitarbeitenden der Generation 50 plus zusammenbekommen, zusammenbringen. Und hier sind die Älteren sehr gerne bereit, sich als Mentor bzw. Mentorin einzubringen. Fünfter Punkt ist die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Hier bemängeln immer wieder Führungskräfte in Verwaltung und Unternehmen, dass es zunehmend mangelt an Mitarbeitenden, die Verantwortung übernehmen möchten. Jetzt könnte man salopp sagen, hier haben sie ihre Mitarbeitenden. Der sechste Punkt ist das Pflichtbewusstsein bzw. Disziplin und eine Arbeitsmoral, die sich beispielsweise ausdrückt, dass der Freitag und der Montag nicht dazu genutzt werden, um ein verlängertes Wochenende zu erreichen. Der siebte und letzte Punkt sind die strategischen Netzwerke, die natürlich über Jahre bzw. Jahrzehnte gewachsen sind. Das heißt, strategische Netzwerke zu verschiedenen Partnern innerhalb des Unternehmens bzw. außerhalb der Verwaltung, die man sich im Laufe der Zeit aufbaut, die man nicht mit Geld aufwiegen kann, die man auch nicht einfach, indem ich eine andere Person auf diese Stelle setze, von heute auf morgen einfach mal so übernehmen kann, beziehungsweise mir von heute auf morgen einfach mal erarbeiten kann. Das sind sieben entscheidende Punkte, die für die älteren Mitarbeitenden in Unternehmen und Verwaltungen sprechen. Vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, ich konnte euch einige Argumente liefern, warum ältere Mitarbeitende so wertvoll sind. Bitte liked doch und kommentiert dieses Video. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Beitrag wieder reinschaut. Salut, Rolf.